Ich meditiere circa seit letztem März, also schon fast ein Jahr. Und bei mir ist es eigentlich vor allem durch das Reisen dazugekommen. Und dann bin ich auf Bali gereist und das ist natürlich einer der besten Orte, um in das Ganze reinzukommen. Und dort habe ich das vollkommen verpackt und seitdem führe ich das weiter und habe mir auch daheim das angeeignet und mache es praktisch jeden Tag. Und ein grosser Grund, wieso ich auch damit angefangen habe, ist, dass es mir körperlich sehr, sehr schlecht gegangen ist. Ich habe wirklich 3 ziemlich schwierige Jahre auch hinter mir mit ganz verschiedenen Beschwerden. Und dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man viel mehr in sich hineingeht und irgendetwas muss finden, wie trotz all den Schmerzen, trotz all den Sorgen, man halt positiv damit umgehen kann. Und da haben mir natürlich Meditation extrem geholfen. Man kann wirklich sich in einen Zustand versetzen, wo man deutlich weniger Schmerzen spürt. Es beruhigt halt das Nervensystem unglaublich und reduziert Stress, Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch vor allem für den Darm extrem wichtig, weil der Darm unser zweites Hirn ist. Ich meine, wir haben so extrem viele Nerven hier und ich glaube, alle Leute, die einfach auch Probleme haben mit der Verdauung, mit dem Magen, Darm, es kommt ganz, ganz oft von Stress. Und ja, ich glaube, durch mein ganzes Leiden bin ich sehr stark in das reingekommen und es hat mir extrem geholfen. Und ich bin so viel, viel glücklicher und dankbarer Mensch geworden, der auch in negativen Situationen Schöne erkennen, Liebe erkennen. Ich glaube, ich kann. Ja, ich bin extrem viel tiefgründiger geworden. Mich interessieren irgendwelche oberflächlichen Sachen überhaupt gar nicht mehr. Also, Sachen, auf die ich mich früher noch dran aufgehalten habe, das ist mir komplett egal geworden. Und ich habe es sehr zu mir selber gefunden. Also, ich stand viel mehr zu mir selber. Ich mache das, was mir Freude macht. Und es ist mir wirklich komplett egal geworden, was andere von mir denken. Weil ja, ich habe viel andere Interesse. Ich bin vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist auch genau gut so. Also, anders sein ist nichts Negatives, sondern ist schlussendlich einfach Authentizität. Das ist ganz wichtig. Und eben auch keine Angst mehr haben, irgendwelche Fehler zu machen oder sich zu blamieren. Das ist einfach so sein, wie man ist. Und das Meditieren hilft auch, einmal einfach in einen Ruhezustand zu kommen. Wir denken immer, wir müssen das machen und so und wir müssen noch mehr von dem haben, um glücklich zu sein. Und Meditieren geht einfach mal um sie, um loslassen. Wir sind so angehaftet an Sachen, wir sind nur glücklich, wenn wir das und das geben, muss genau so funktionieren. Aber nein, man kann auch glücklich sein, wenn Sachen nicht klappen. Es ist wirklich alles eine Frage vom Mindset. Und einfach mal das loslassen, im Moment leben, nicht immer in der Vergangenheit rumstudieren oder in der Zukunft, was muss ich noch machen, was muss ich noch erledigen, was ist, wenn das und das so passiert. Nein, einfach alles, was wir haben, ist der jetzige Moment. Und wenn man es nicht schafft, im Jetzt glücklich zu sein, dann schafft man es auch in der Zukunft. Wenn man immer alles auf die Zukunft schiebt und sagt, wenn ich dann den Schulabschluss habe, bin ich glücklich und wenn ich da und da das Geld verdiene, bin ich glücklich. Aber das wird nie so sein, weil es geht ja immer weiter, dann kommt das Nächste und das Nächste. Also man muss wirklich lernen, präsent zu sein und im Jetzt glücklich zu sein. Meditieren ist nicht einfach eine Praxis, die man einfach so macht, sondern es geht um Self-Development. Es geht darum, sich jeden Tag weiterzuentwickeln, jeden Tag an sich zu arbeiten, in sich zu analysieren, was mache ich vielleicht noch nicht so gut, wie sind meine Emotionen. Es geht einfach ganz stark um eine Beziehung zu sich selber aufzubauen. Es geht darum, sich einfach zu akzeptieren, so wie man ist, sich dafür auch davon lieben. Weil wenn man keine Selbstliebe hat, dann kann man auch andere schwer wirklich von ganzem Herzen und unkonditionell lieben. Also ich glaube, es fängt alles mit Selbstliebe an und geht weiter mit wirklich Liebe und Dankbarkeit, Wertschätzung fürs ganze Leben und dann kann man das auch umso mehr anderen Leuten weitergeben. So viel mal zu dem, wenn ich zum Meditieren gekommen bin.